Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. So, ich war leider die letzten Tage etwas verhindert, darum fange ich jetzt erst wieder an mit einer Aufnahmesession. Ich war mal schon ein bisschen fleißig hier und bin mal euren Tipps nachgegangen und bin hier eben schon zwei, dreimal durch die Mine durchgerannt und habe uns schon mal ordentlich Erz geholt, damit wir die gleich mal einschmelzen können. Aber die scheinen mit dem letzten Patch-Update irgendwie ein bisschen was verändert zu haben. Denn in dieser Mine gibt es irgendwie nur noch da einen Haufen, da den Haufen und hier, wo sonst auch die Sulfur hing, das scheint irgendwie nicht mehr da zu sein. Hier hinten ist gar nichts mehr weiter drin an Erz. Sieht sonst aber noch genauso aus wie sonst die Mine. Und hier haben sie nochmal ein bisschen was reingepackt, allerdings auch nur ganz normales Eisenerz, Kupfer. Und, jetzt muss ich lügen, was war das dritte noch? Zink, genau. Also auch kein Sulfur mehr. Ich weiß nicht, jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Dann werden die wahrscheinlich irgendwo noch eine zusätzliche Mine oder sowas mit eingebaut haben. Ich habe mir die Patchnotes nämlich auch noch nicht durchgelesen, was da noch so auf uns wartet dann. Gut. So, das muss dann auch erstmal reichen. Ich würde sagen, dann fahren wir erstmal wieder zurück zur Basis. Schwupp, einmal jo. Dann können wir den ganzen Stuff nämlich eben schnell einschmelzen. Zack, so. Ja, können wir den ganzen Stuff nicht noch im Einschmelzen. Zumal zum Schmelzen vorbereiten, so gesehen. Ah, gehen wir mal hier rüber. So. Und dann können wir uns nämlich wahrscheinlich endlich mal den großen Hammer und sowas bauen. Oh, oh, oh. Aufpassen. Junge, das ist auch ein Gehobel, ey. Solche Straßen kennt man sonst wirklich nur bei uns in Deutschland. Zack. So, einmal hier die Türen öffnen. Einmal rein hier mit dem Wagen. Und zu. So, tolle. So stehen die Autos eigentlich wieder hier. Der Linien geparkt. Werde ich doch mal weggeschlagen. So, den Sledgehammer brauchen wir auf jeden Fall. Iron Ingot und Low Quality Metal Ingot. Was können wir woraus herstellen? Ja, da müssen wir gleich mal die Autos hier wieder weghauen. So, da hätten wir dann Iron Ingot, oder? Vermute ich mal. Zeigt er mir nicht an, aber der wird das wohl sein. Da hätten wir das und wenn wir die zusammen machen, kommt gar nichts bei raus. Okay, wenn wir den mit ihm zusammen machen, kommt nichts bei raus. Und da kommt dann der goldene Heinzilber raus. Na gut, schmelzen wir die schon mal ein. So, wie war das jetzt? Dafür bräuchten wir 10 davon und 4 davon. Okay, die brauche ich dafür. Ich wollte nicht gerade sagen. Irgendwie brauche ich die goldenen ja scheinbar überhaupt nicht, oder? Aber doch. So, was haben wir hier noch drin? Da haben wir 2 davon und 2 davon. Zink, Salpeter. Ach stimmt, Salpeter gab es da auch gar nicht mehr in der Mine, ne? Das habe ich da nicht auch überhaupt nicht mehr gesehen.
Na gut, komm mal her, dann machen wir hier noch ein bisschen. Ist das nicht egal? Kann ich mir auch anschließend die zusammenmischen? Damit kann ich jetzt nichts, ne? Nein, da gibt es keine Kombi. Die beiden zusammen waren auch keine Kombi. Dann haben wir uns die beiden. Okay, er gibt jeweils ein. Der gibt so auch ein. Okay, nur Zink hier. Na gut, komm, dann schmelzen wir da immer mal ein paar von ein. Bisschen was haben wir hier noch. Zack, zack. Hätten wir hier noch ein bisschen Eisen. Da ist noch ein bisschen davon. So, dann haben wir es einmal ein bisschen sortiert. Ja gut, dann schmelzt das jetzt mal ein. So, das dauert jetzt ein bisschen. Ist die Frage jetzt, ob... Ach komm, wir machen hier... Ups. Die ist sowieso so gut wie Schrott. Cool, okay. Jetzt nutze ich sie einfach immer einmal schnell hier auf. Solange wie wir die jetzt noch nutzen können, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr da ist. Scheint gerade minimal buggy zu sein. Egal, werde ich jetzt einfach mal hier kurz ausnutzen. Und dem einmal schnell hier kaputt hauen. Dann können wir uns die Sachen hier auch noch aufheben. Dann haben wir da nämlich auch noch wieder ein bisschen mehr. Gut. Batterie war drin. So, und jetzt ist sie wahrscheinlich auch weg, war? Ne, immer noch nicht. Unser Beet ist aber noch hier, ne? Ja. Können wir hier jetzt eigentlich irgendwie ein Dings rausmachen oder so? Achso, Tool not found, ne? Stimmt ja, da war ja was. Da war ja was mit dem Tool. Wollt ihr das da vielleicht mit reinpacken? Nö. Muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Wir haben sowieso noch ein bisschen was zu tun, ne? Genauso wie mit den NPCs holen. Wir können irgendwie auch mal losgehen und gucken hier nach diesen Gefangenen, die es ja laut Beschreibung da gibt. Dass man die mal findet. Irgendwo. Ach, komm, wir packen jetzt mal die Sachen fürs Auto hier hinten im Eimer rein. Da sind Motoren, da sind die Batterien. Zack. Noch eine Zündkerze. Achso, das andere sind ja nur die Sachen noch, ne? Da sind ja auch noch was drin, ne? So, die da einmal mit rein, das da einmal mit rein. Da ist ja auch ganz was hingeflogen, wa? Okay, das dann noch damit rein. Zack. So, das hätten wir. Ach, und dann könnten wir natürlich noch... Das fällt mir gerade ein. Ihr habt das so ausführlich jetzt endlich mal beschrieben hier. Komm mal her, Pfeile. So, Equipment. Den raus. Den soll ich mit rechts. Add Arrows. Tatsache. Und dann kann ich die da auch zupacken. Zack. Und dann müsste das auch mit dem Bogen klappen. Ah, und dann könnte ich mit R die Munition ändern. Cool. Ja, super. Endlich. Jetzt wissen wir es auch, wie es geht. Das ist natürlich jetzt überlegenswert. Ob wir nicht, Speere? Salpeter? Da könnten wir uns natürlich schon ein bisschen Munition vielleicht sogar mit herstellen, ne?
Ob wir uns nicht tatsächlich dann hier, ich muss einmal nachschauen. Wo war's? Wo war's? Den Longbow haben wir. Da wären Pfeile. Ob wir uns nicht tatsächlich dann hier irgendwie so einen besseren Köcher oder sowas herstellen. Was bräuchten wir dann für 10 Komponenten? Zweimal Duct Tape, das haben wir auch Leder. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob wir so viel Leder haben. Da müsste ich nachschauen. Achso, hier können wir eben einmal. Wieso sind denn alle Stick schon voll da? Nee, wenn, dann war Leder, glaube ich, eh hier hinten drinnen, ne? Da war allerdings noch nicht getrocknet. Hatte ich nicht irgendwo schon so fertiges Leder reingepackt? Da sind überall die Werkzeuge. Da muss ich jetzt nochmal hier richtig durchgucken. Da unten, 16 Leder. Das hätten wir. Dann hätten wir davon, ich glaube 10 waren es, hätten wir auch. Das Zeugs haben wir auch. Ich weiß nur nicht, ob wir Duct Tape haben. Ich glaube, wir haben kein Duct Tape. Kann das sein? Kann man Duct Tape herstellen? Das Duct Tape, das fehlt uns dann nicht zweimal. Oder haben wir unten Duct Tape? Was sagt eigentlich unser Essen und Trinken? Na, jetzt hier auch in Grenzen, ne? Hau dir mal was rein. Gut. Dann nehmen wir hier mal. Heute gibt es mal eine Coke. Zur Feier des Tages, war so fleißig war hier und so viel Erz abgearbeitet hat. Ne? Haben wir aber echt überhaupt kein Duct Tape mehr? Das wäre jetzt natürlich echt ärgerlich, wenn wir alles andere zusammen haben. Doch, da. Wollte doch gerade sagen, ich war mir ziemlich sicher, dass wir hier Duct Tape hätten. So, guck, dann können wir uns den nicht auch herstellen. Zack, herstellen. Und plopp, fertig ist er. Pfeile. Federn, Arrowhead. Ja gut, ich meine, wir können ja erstmal noch einige von diesen ganz normalen Pfeilen herstellen, ne? So einen bräuchten wir wahrscheinlich irgendwann auch mal, falls wir mal einen Unfall bauen, dass wir da genug dabei hätten, ne? Also, dass wir den Wagen wieder herstellen können. So, eben einmal hier wieder alles einsortieren. Zack, die da eben rein. Die können hier mit rein. So, Leder. Wo hatte ich Leder denn jetzt drin? War doch auch irgendwo hier drin, ne? Ich glaube, ich packe es hier mit rein. Dann haben wir es da auch. Obwohl, warte mal, das Leder kann auch gut mit zu diesem Stoffkram. Da, zack, da haben wir Leder damit zugeordnet. So, und dann könnten wir jetzt nämlich hier. Ach ne, erstmal müssen wir den wieder. Zack. Die da raus. Close. Die da hinzufügen. Zack. Okay. So, und den anderen Köcher. Den schmeißen wir mal hier bei Klamotten erstmal mit rein, wa? So, ein paar Pfeile könnten wir uns auf jeden Fall noch machen. Weiß gar nicht, mal gucken, wie viele so übereinander stacken. Ach so, Sticks sollten wir uns vielleicht vorher auch machen, ne? Die brauchen wir ja gar nicht. Die da erstmal rein.
Hier haben wir ja noch 9 Sticks. Da nehmen wir nochmal ein paar von mit raus. Hätten wir sowieso übereinander packen können. So, Pfeile. 9 Stück können wir machen. Ja, stell mal her. Mal schauen, wie viele jetzt übereinander stacken. 8. 8, ja. Gut. Aber immerhin, 8 Stück. Können wir auch hier, wenn ich den jetzt, zack, 8 und 4. Achso, ich muss ihn auch wieder anlegen, ne? 8, okay, und mit, dann würde er auf die nächsten wechseln. Okay, ja gut, das geht aber ja. So, dann könnten wir, machen wir also doch noch eben hier Sticks, 4 Stück. Dann machen wir uns nicht noch 4 Pfeile an, haben wir jetzt hier 16 Pfeile so gesehen dabei. Ich finde, das ist schon gut. So, zack, nochmal 4 Pfeile. Mal gucken, was man für diese Arrowheads braucht, ne? Erstmal hier, zack, Lampan. Düster. So, Equipment. Zack. So, wo ich jetzt definitiv immer dran denken muss, ist zwischendurch echt mal zu speichern, weil ich habe nicht gesehen, die haben uns, glaube ich, den Autosave rausgenommen aus dem Spiel. Ich habe immer ganz gerne den Autosave verwendet. So, sind die durch? Scheint so, ne? Zack. Sehr schön. Dann schmeißen wir hier nochmal ein bisschen Kupfer auf jeden Fall an. So, und jetzt nehmen wir mal gucken. Wenn ich da jetzt ein... Ah, die... Nee, kann ich gar nicht. Gut, ich kann sie nicht kombinieren. Da muss ich also dran denken. Dass ich dann doch tatsächlich Iron und Copper zusammen gibt nichts, ne? Iron und Zink zusammen gibt nichts. Zink und Kupfer, dass ich da tatsächlich ein paar von... Zwei? Wie ist denn das, wenn ich dann... Vier davon ergibt davon kein. Davon die Hälfte ergibt auch noch kein. Sechs und gibt noch kein. Sechs und sechs ergibt immer noch kein. Acht und sechs ergibt ein. Okay. 8 und 4 ergibt ein. Okay, 8 und 2, 3, 4. So, mischen wir es mal so ein bisschen jetzt zusammen, ne? Okay, ein bisschen Kupfer haben wir noch, Zink haben wir noch ein bisschen und Eisen könnten wir auch noch ein bisschen. So, wenn wir hier jetzt den Sledgehammer herstellen wollten, bräuchten wir noch Low Quality Metal. Haben wir da noch welche von? 2 Stück. Zink haben wir auch noch ein paar, können auch schon mal mit rein. Können wir hier... Ach, Arrowhead, dafür bräuchten wir auch die Low-Dinger. Komponenten Kupfer, Zink und Eisen. Okay. Zwei mal davon und dafür, boah, das ist aber auch hier, puh, schon happig. Ich meine, das lasse ich mir ja noch gefallen, ne, so eins und eins, dann kriegt man 8 solche Hüllen raus. Oder hiervon sogar 16. Aber wenn du hier so guckst, brauchst du echt von jedem Barren ein, um dann 2 solche ollen Komponenten zu bekommen. Also dann kannst du ja wirklich besser rumfahren und hier Sachen kaputt hauen. Auf der anderen Seite zu diesen Low-Quality-Dingern kommst du dann, glaube ich, nur, wenn du echt hier diese Teile hier einschmelzt, oder? Ach, sehe ich jetzt ja gar nicht, ne? Ja.
Müssen wir morgen früh dann nochmal machen. Weil sonst kommst du da ja gar nicht zu. Na gut, legen wir uns erstmal pennen hier. Ist sowieso stockendüster schon wieder. Wo ist denn die Treppe? Da. Neue Leiter vielmehr. Eine Treppe ist es ja nicht. Es ist ja eine Leiter. So, zack. Einmal rein hier. Schlafen. 20 Uhr. 10 Stunden hätten wir 6.30 Uhr. Jo. Das war klar. Jede Nacht komischerweise einmal war's. So, ein neuer Tag erwacht. Und wir haben Durst. Und wir öffnen prinzipiell immer erst zwei, drei falsche Dinger. So, drink until enough. Rup. Gut. Ah, da sind schon wieder ein paar getrocknet, okay. So, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Dann, ach so, wollten wir gucken. Komm, da mal 8 von mit. Wie viel haben wir noch? Na, nehmen wir nochmal 8 mit. Ja, damit wir nicht noch ein paar von den einfachen Backen herstellen können. Hä? Jetzt haben wir uns wieder weh, ne? Ja, war klar. Da liegen ja auch nochmal Komponenten. Hey. So. Da wollten wir hin. So, zack. Davon 3, davon 1 und davon. So, noch ein. Gut, dann. Da bekommen wir 4 Stück raus. Also 8. Na gut, dann schmelzt die 8 mal ein. Quatsch. Hier noch einmal. So, wir bräuchten auf jeden Fall ein bisschen Brass. Das geht, das geht. Okay, das ist eigentlich nur für Munition, ne? Da hätten wir natürlich Bretter von oben mitnehmen können, ne? Damit wir den Sledgehammer fertig kriegen. Und dann fällt mir gerade ein, müssten wir hier auf jeden Fall noch Workbench, Blacksmith, Repair Bench, da. Reloading Bench. Oh, 4 Gears und auch nur noch Holz. Ich glaube, das haben wir sogar schon fast alles zusammen. Schwuppdiwupp, einmal nach oben. Drrrt. Gibt's hier irgendwie was Neues? Nö. Quatsch, hier müsste das irgendwo drin sein. Da. Na gut, wir haben nur 1, aber egal, das nehme ich trotzdem mal mit. Und Bretter. 8, 16, 22. 22, 10 bräuchten wir für diesen komischen Hammer. Und wie viel brauchten wir hierfür? Auch 10, ne? Das müsste dann sogar reichen. So, komm einmal her. Na, jetzt tut mal sehr weh. Na, egal. So doll war es ja nicht. Was liegt da eigentlich noch? So, dann 4-mal den Low Quality. Ah, ich hätte vielleicht hier nur erstmal ein paar machen sollen, ne? Da war gar nichts mehr drin. So, ein paar Erze schmeißen wir hier auf jeden Fall rein. Und zwar machen wir es mal so. 8, 16 davon. Salpeters kann da noch drinne bleiben. Plup, plup. Und dann würde ich ganz gerne hier 16 Eisen erstmal so. Und den Rest würde ich sagen, könnten wir theoretisch gesehen noch einschmelzen. Soweit. 8. Ja, das haben wir. So, Quality im 2.
So, ich bin aus meiner falsche Taste gekommen. Ich dachte gerade, ich muss da lernen jetzt, aber mal hier für einen Auftrag. Wo waren die Gears? Die Gears? Die Gears da. Oh, da brauchen wir 4 für ein Gear. Na gut, dann machen wir gleich erstmal den Sledgehammer da fertig. Dann können wir in der Zeit, nämlich wo das andere dann fertig wird, so ein bisschen hier drauf kloppen, ne? Ein paar Sachen zerkloppen oder so. Dann drauf warten. Wie lange dauert das jetzt noch? 36 Minuten. Will ich das anders machen? Dann würde ich hier schon mal die da mit reinpacken. Das behalte ich. Das alte Blatt lassen wir auch mal drinne. Die Erze schmeiße ich erstmal hier rein. Erze. Zack. Na egal. Die kommen dahin. Die kommen hier unten im Rhein. So. Die haben wir, den lassen wir auch vorsichtshalber hier und dann würde ich... Ach ne, hier haben wir unser Kramstunde fürs Dingsbeet, ne? Ja. Zack, hier im 8, 16, die noch, die noch, die noch. Okay, das Ganze auch schon wieder ein bisschen aufgeräumt da. So, wie weit ist er? Jetzt dürfte er fast von der Zeit her schon... Oh, dann machen wir auch 29 Minuten, 28. Okay. Gehen wir nochmal einen Schluck trinken. Füllen wir unser Essen eben ganz auf. So ist. Gut, eigentlich hätten wir besser erst das andere Fleisch essen können, ne? Na egal. Drink. Okay. Komische Licht aus. Was haben wir hier eigentlich noch an Munition und so? 19 mal Rifle Armor. Ein bisschen Schrotflintmunition haben wir auch noch. Die nicht, ich wollte gerade sagen, warum haben wir die nicht aufeinander gemacht? Baseballschläger. Handgranaten haben wir auch einige, ne? Das ist natürlich gut. Okay. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was hier an Munition. So, wie weit ist er? Ihr seid durch hier. 5 Minuten, ja. Das ist ja gleich fertig, das Müll, sag ich doch gerade schon. So, nehmen wir jetzt die Sachen hier doch schon mal für raus. Die brauchen wir, die brauchen wir. 10 davon brauche ich nur. 2 Minuten noch. Brauchen wir noch irgendwas? Nö. Wir können natürlich eben, fällt mir gerade ein. Wir wollten ja noch ein bisschen was einschmelzen. Das können wir natürlich hier anstellen, ne? So, zack, die 8 sind fertig. So, Kupfer. Zack, zack. Ach ne, Zink bräuchten wir immer noch 4, ne? 4 Zink. Und ein davon, zack. Das bringt uns nichts. Was will das noch bringen? Da würden wir 2 Stück kriegen. Ach ja, klar. 8, 8. Ja, machen wir da nochmal 2 von. Gut. Dann könnten wir da theoretisch die restlichen 4 einfach noch so nutzen. Ne? Okay, und das kommt dann hier in die Kiste. Zack, zack und zack. So, dann einmal hier. Wo ist er? Da, der Sledgehammer. Herstellen. Batz. Da ist er.
Da ist das Ding. Können natürlich auch, aber wir haben, glaube ich, kaum Federn, ne? Hühnerstallmäßig müssen wir dann auch mal was machen. Wir sollten jetzt allerdings erst eben, da. Schon mal ein Gear herstellen. Da bräuchten wir auch noch echt mehr von, ne? Da habe ich noch ein Brettchen. Das Brettchen kommt mal damit rein. So, die Beine da im rein, die Beine da rein. Irgendwo hier hatte ich doch schon eins reingeschmissen, oder? Da, ja. So, zack, du dahin. Eine Axt müssen wir auf jeden Fall noch wieder mitnehmen. Die müssen wir noch ganz schnell holen. Die holen wir noch eben. Und dann, ihr Lieben, würde ich sagen, sind wir auch erstmal am Ende für unsere heutigen Folge. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen vorangekommen. Die Erze haben uns schon einiges eingebracht. Und dann, ja, schauen wir jetzt mal weiter. Ich würde sagen, so langsam starten wir mal unsere nächste Plündertour, wa? Bis dahin jetzt mal. Ciao, ciao.